2022 und es ist soweit. Die künstliche Intelligenz ist soweit entwickelt, dass ganze Kohorten von Berufsbildern wegfallen, von denen wir noch vor kurzem gedacht haben, es würde sie vielleicht sehr spät oder gar nicht treffen. Und das sind die kreativen Berufe. Wer hätte es gedacht? Also wir haben über Jahre auf Konferenzen davon gesprochen, dass repetitive Tätigkeiten, also zum Beispiel Buchhaltung, von KI übernommen werden würde. Wir haben das auch gesehen dann, insbesondere bei den Neobanken, wie dann schön eine Transaktion nach der anderen automatisch zusortiert wurde und wir eigentlich nur noch wenig zu Fuß machen mussten. Aber dass Designer, also die typischen Kreativen, Architekten, Musiker, nun plötzlich erleben würden, wie ein System unter dem Namen DALL-E 2 tatsächlich ganze Schöpfungsprozesse auf die Eingabe eines kurzen Prompts hin würde erledigen können, das hatten wir nicht auf dem Zettel und tada, da sind wir. Diese Systeme sind aktiv, sie werden millionenfach jeden Tag benutzt und sie stellen heute im Jahr 2022 Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende, vielleicht global Millionen von Kreativen außer der Arbeit, die sie bisher erledigt haben. Und das sollte uns zu denken geben darüber, dass wir Kreativität neu erfinden müssen. Kreativität, so ist die These hier, ist nicht mehr der Schöpfungsakt selbst, also die Erstellung von zum Beispiel bunten Bildern oder Grafiken, sondern es wird die kreative Anwendung von KI-gestützten Programmen sein. Die Rede ist auch schon von sogenannten Prompt-Designern. Ist das exotisch, was ich gerade bespreche? Nein, ist es nicht. Schaut euch das an. Wir verlinken ein, zwei Tools, die ihr selber ausprobieren könnt. Und dann werdet ihr die Auswirkungen wahrscheinlich schnell abschätzen können, die das hat. Und wenn ihr das professionell in eurem Unternehmen, eurer Organisation unterbringen wollt, also diese Erkenntnis, dass da plötzlich in Sekundenbruchteilen die Arbeit von vorher Wochen, Monaten, Jahren zu erledigen ist, dann sollten wir vielleicht miteinander sprechen darüber, wie die neue Konfiguration in eurer Kreativabteilung aussieht. Denn die Implikationen sind natürlich sehr, sehr weitreichend für das Thema Personalbeschaffung, für das Thema Unternehmenskultur. Das kann erstmal spontan sehr erschrecken, was da passiert, muss es aber nicht und unausweichlich ist es allemal. Von daher, der Fortschritt ist unaufhaltsam. Das sehen wir auch hier wieder. Die Kreativität, sie will neu erfunden werden.